Rekordbeteiligung beim parlamentarischen Abend der Freien Wähler, Energiespeicher, Potenziale und Herausforderungen. Neben seinen Fraktionskollegen Dr. Leopold Herz und Benno Zierer konnte der stellvertretende Vorsitzende und energiepolitische Fraktionssprecher Thorsten Glauber rund 150 Gäste im Maximilianeum begrüßen. Die Energiewende könne und müsse funktionieren, ist Glauber überzeugt. Das Know-how zur vollständigen Bewältigung dieser Herausforderung sei längst vorhanden. Nun brauche es noch die Akzeptanz der Menschen im Freistaat. Dann ist es wichtig, dass diese Gesichtsveränderung die erneuerbare Energien in unserer Gesellschaft, in unserem Land vollziehen, auch eine Akzeptanz finden. Und ich will damit sagen, diese Bausteine müssen bei uns, in dem Fall in der Landespolitik, in der Kommunalpolitik, aber auch bei Ihnen ankommen. Das ist jetzt erst die Gesichtsfrage. Die zweite Frage, die ich mir immer gestellt habe, in der Zeit der erneuerbaren Energien: Es gibt für mich keine Alternative zu speichern. Wenn ich auf der einen Seite 100% am Ende erneuerbare Energien will, funktioniert das nur mit Speichern. Eine Speichermöglichkeit ist Power to Gas. Dabei wird der Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff bzw. Methan umgewandelt. Das Gas kann so transportiert, gespeichert und anschließend wieder genutzt werden. Der Entwickler dieses Energiespeicherkonzepts ist Professor Dr. Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg. Vielversprechend sei diese Form der Energiespeicherung, noch könne Power to Gas jedoch nicht wirtschaftlich betrieben werden. Sterner verweist dabei auf den niedrigen Wirkungsgrad von Power to Gas. Einerseits haben wir hier als Ausgangspunkt die Windkraft im Norden. Wir brauchen nichts speichern, wir müssen Strom übertragen. Die Stromtrasse verliert so 5-10%. Dann kommen in Bayern 90-95% vom Strom an. Wenn wir das jetzt mit Power to Gas machen, dann kommen von den 100% gehen schon mal ein Drittel verloren bei der Einspeicherung. Ist einfach der Wirkungsgrad. Die Übertragung ist super. Das Gasnetz hat fast keine Verluste. Aber dann muss ich am Ende auch wieder Strom draus machen über Gaskraftwerk. Das heißt, am Ende landen in Bayern dann nur ein Drittel des Stroms. Heißt in der Umkehr, Schluss, ich bräuchte in Norddeutschland dreimal so viele Windräder, um den gleichen Strom nach Bayern zu transportieren über die Gastrassen. Und das heißt dann wieder, die Stromkosten würden dann, wenn ich es jetzt vergleiche, Wind, Power to Gas und Gasnetz, ungefähr das 3,5-fache höher liegen, als wie mit Wind- und Stromtrassen. Power to Gas könne den Stromnetzausbau ergänzen, aber nicht ersetzen, sagte Sterner weiter. Die Politik müsse daher den Mut haben, unbequeme, aber zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Die Energiewende sei technisch und wirtschaftlich gelöst, nun müsse noch die bayerische Bevölkerung überzeugt werden. Dr. Andreas Hauer vom Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung lenkte die Diskussion auf die Rolle der thermischen Energiespeicher und die dezentrale Energiebereitstellung. Wir reden in dieser Diskussion oft, also da kommen dann Zahlen raus bei so Studien, da steht dann irgendwie so und so viel Terawattstunden Speicherkapazität brauchen wir. Und dann fängt man an zu überlegen, wie könnte man das machen? Und dann kommt man zum Beispiel auf Norwegen. Ja. Oh, die haben da so, oben haben die so Seen und da könnte man doch. Und das sind dann so große Lösungen. Das ist aber so, wir haben ein dezentrales Problem. Also zum Beispiel in Bayern an einem sonnigen Sonntagnachmittag und der Bauernhof weit weg, hatten wir auch schon, produziert plötzlich wahnsinnig viel Strom und keiner braucht ihn. Dann haben wir ein lokales Problem und dann nützt mir Norwegen gar nichts, weil, wie Herr Sterner auch schön gezeigt hat, da komme ich gar nicht hin mit meinem Problem. Also ich muss es vor Ort lösen. Es sei möglich, die erneuerbare Elektrizität, gewonnen aus Wind- und Sonnenenergie, durch thermische Speicher zu verstetigen. Die Umwandlung von Strom zu Wärme und die anschließende Speicherung als Wärme könne so zum Gelingen einer dezentralen Energiewende beitragen, erklärte Hauer. Das Podium war sich einig, dass die im Jahr 2022 vom Netz gehenden Atomkraftwerke am besten durch eine Kombination aus Windkraft, Photovoltaik und Gastechnologien zu ersetzen sind. Einhellige Meinung der Experten: Die Fähigkeit zur vollständigen Bewältigung der Energiewende ist längst vorhanden. Ihre erfolgreiche Umsetzung liege nun in der Hand von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.